Heute, liebe Freunde des guten Geschmacks, werden wir wieder einen alkoholfreien Cocktail selber machen. Und zwar geht es diesmal um den Peer Raspberry Lemon Mocktail. Mit Birnensaft, Himbeersirup und Bitterlemon. Klingt zwar etwas merkwürdig, schmeckt aber fantastisch. Wenn du wissen möchtest, wie man den Himbeersirup zubereitet, dann findest du unten den Link dazu in der Videobeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Cocktail-Quickie. Schön, dass du wieder mit dabei bist und falls du mich noch nicht kennst, ich bin der Reinhold und auf diesem Kanal geht es um Cocktails, deren Zubereitung und Geschichten und alles, was dazugehört. Und für den heutigen alkoholfreien Cocktail benötigst du wieder mal einen Shaker, in den du 120 ml Birnensaft füllst, und zwar einen Direktsaft, das heißt frisch gepresst und direkt in Flaschen abgefüllt. Pasteurisiert, kurz erhitzt, damit er haltbar bleibt, aber der Geschmack nicht flöten geht. Dazu kommen eben noch 30 ml, verabschiedet sich gleich der Stöppel, vom selbstgemachten Himbeersirup. Wahnsinn, so dickflüssig, echt geil. Wow, was für eine Farbe, Leute. Was für eine Farbe. Fantastisch. Wir werden Eiswürfel dazugeben. Dieses Mal werden wir das Ganze im Tumbler servieren. Dementsprechend gebe ich da dann auch gleich Eiswürfeln dazu. Weil, was man hat, hat man, oder? Also ein paar Eiswürfeln dazu. Hierzu ebenfalls noch Eiswürfeln. Deckel drauf und kräftig schütteln. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus. In den Tumbler mit dem Haushaltstrainer abseihen. Was für eine Farbe. Fantastisch, liebe Freunde. Und mit Bitterlemon deiner Wahl toppen. Das Bitterlemon kurz unterheben. Aber nicht zu stark rühren, damit sich die Kohlensäure eben nicht verabschiedet. Zur Deko ein paar Himbeeren. So. Und verkosten das Ganze. Riechen tut schon mal himbeerisch, fantastisch. Mmh. Oh ja. Wie gesagt, ist zwar eine merkwürdige Kombination, schmeckt aber wirklich herrlich erfrischend. Einen leicht bitteren Nachgeschmack klarerweise vom Bitterlemon, die Süße von der Birne und dem Himbeersirup. Fantastisch. Verabschiedet sich gleich die Himbeere. Vielen Dank jedenfalls fürs Zusehen. Ein bisschen Naschen dazwischen. Viel Spaß beim Nachmachen und noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.